Spiele sind Kulturgut, auch Computer- und Videospiele. Und deshalb ist es ähnlich wie bei Literatur, Film und Musik wichtig, dass sie erhalten und zugänglich bleiben. Spiele Remaster und Remakes leisten dafür einen wichtigen Beitrag. Auch 2024 kommen einige Klassiker in neuem Gewand zurück. Also schauen wir uns mal an, was uns da in den nächsten Monaten in Sachen Neuauflagen erwartet. Den Anfang macht 2024 allerdings ein Spiel, das eigentlich noch gar kein Remaster bräuchte. The Last of Us Part 2 kam schließlich erst Mitte 2020 raus und sieht auch heute noch herausragend gut aus. Wer die PS4-Version des Endzeit-Spiels bereits besitzt, muss deshalb auch nur 10 Euro für das Remaster-Update zahlen und bekommt dann Zugriff auf den neuen Roguelike-Überlebensmodus. Außerdem liefert das Remaster 3 neue Level, die aus dem fertigen Spiel gestrichen wurden und jetzt in verschiedenen unfertigen Fassungen spielbar sind. So können wir uns einen Eindruck vom Entwicklungsprozess des Spiels machen. Neue Entwicklerkommentare, leicht verbesserte Grafik und DualSense-Unterstützung runden das Remaster-Paket ab. Spätestens seit Persona 5 ist die japanische Rollenspielserie auch im westlichen Markt komplett angekommen. Zumal auch immer mehr Serienteile endlich auf dem PC landen. Da passt es natürlich super, dass wir immer noch aktualisierte Neuauflagen der alten Spiele bekommen. Am 2. Februar steht nämlich der Release von Persona 3 Reload an. Die neue Version übernimmt dabei Figuren und Story des Originals von 2006, orientiert sich aber beim Gameplay viel stärker an Persona 5. Anders als in Persona 3 Portable können wir in der Neuauflage allerdings keine weibliche Spielfigur mehr auswählen und auch die Nebenhandlung aus The Answer aus Persona 3 FES fehlt leider auch. Weiter geht's am 14. Februar mit der Neuauflage der ersten drei Tomb Raider-Spiele. Die Klassiker des 3D-Action-Adventures wurden zwischen 1996 und 1998 erstmals veröffentlicht und kommen jetzt als Sammlung mit verbesserter Grafik und allen Erweiterungen zurück. Es gibt neue Charaktermodelle, verbesserte Texturen und eine deutlich bessere Beleuchtung mit dynamischen Schatten. Ihr könnt aber auch jederzeit zur alten Optik zurückwechseln. Die Remaster-Experten von Night Dive bringen mit Dark Forces eines der besten Star Wars-Spiele zurück. Die Portierung auf die hauseigene KEX-Engine liefert Unterstützung für moderne Auflösungen, eine verbesserte Steuerung, Gamepad-Support und neue Zwischensequenzen. An der Spielgrafik an sich ändert sich nach den bisherigen Trailern zu urteilen aber eher wenig, was ein bisschen schade ist. Vor ein paar Jahren sorgte nämlich schon eine leider nie ganz fertiggestellte Fanportierung für eindrucksvolle neue Lichteffekte, die natürlich perfekt zu den laserreichen Ballereien des Ego-Shooters passen. Das wäre eigentlich der perfekte Ansatzpunkt für Night Dive gewesen, zumal es mit der kostenlosen Force Engine ja zumindest auf dem PC schon einen ganz hervorragenden Port gibt. Auf den Game Awards 2023 wurde ein Remake angekündigt, mit dem wohl niemand gerechnet hätte, nämlich eine Neuauflage von Brothers: A Tale of Two Sons von 2013. Die neue Version liefert nicht nur deutlich bessere Grafik, das Spiel bekommt diesmal auch einen richtigen lokalen Koop-Modus. Im Original hat man zwar auch beide Brüder auf ihrer abenteuerlichen Reise kontrolliert, allerdings jeden mit einem Gamepad-Stick. Das war also so eine Art Singleplayer-Koop. Das Remake soll übrigens inhaltlich sehr nah am Original bleiben, es wird aber auch ein paar neue Geheimnisse in den Levels geben. Im Februar geht es auch für das Remake von Final Fantasy VII in die nächste Runde. Teil 2 der Neuauflagentrilogie heißt Rebirth und führt unsere Heldengruppe endlich aus der Stadt Midgar hinaus und mitten in eine gewaltige Open World. Hier sind wir auch mal mit Fahrzeugen oder sogar auf dem Rücken der serientypischen Chocobos unterwegs. In Rebirth sollten auch Kenner des Originals mit jeder Menge Überraschungen rechnen, denn die neuen Final Fantasy VII Spiele funktionieren ja eher wie eine Art Reboot und halten sich nicht eins zu eins an die Story des Klassikers. So tauchen Figuren auf, die eigentlich tot sein müssten, und es gibt auch neue Begegnungen zwischen Charakteren, die sich vorher nie getroffen hatten. Während wir weiter auf Neuigkeiten zu Beyond Good and Evil 2 gewartet haben, hatte Ubisoft Ende 2023 aus Versehen eine Neuauflage des ersten Serienteils für einige Stunden veröffentlicht. Diese Version war noch ganz schön kaputt, zeigte aber, dass es demnächst tatsächlich eine Neuauflage von Beyond Good and Evil geben wird.
Diese 20th Anniversary Edition verspricht bessere Grafik, eine überarbeitete Steuerung, Audioverbesserungen, eine neue Autospeicherfunktion und Cross-Saves. Konami hat gerade zwei große Spiele-Remakes in der Mache. Neben der Unreal Engine 5 Neuauflage von Metal Gear Solid 3 entsteht im Auftrag des Publishers bei den Horrorexperten vom polnischen Bloober Team das Remake von Silent Hill 2. Auch hier kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz. Die im Nebel gefangene Stadt soll diesmal eine komplette Open World sein und auch das Kampfsystem wird überarbeitet. Trotzdem soll die neue Version die bedrohliche und oft auch schwermütige Stimmung des 2001er Originals erneut einfangen. Welche neuen Abschnitte oder andere Inhalte es gibt, wissen wir allerdings noch nicht. Das andere Konami-Remake ist wie gesagt Metal Gear Solid 3. Der PlayStation 2-Klassiker kehrt unter dem Titel Metal Gear Solid Delta Snake Eater zurück und bleibt dabei ganz nah am Original. Immerhin sieht aber die Grafik dank Unreal Engine 5 deutlich besser aus, auch wenn der neue Look bereits Diskussionen unter Fans ausgelöst hat. Einigen Spielern fehlt nämlich der so markante Grünstich des Originals. Immerhin kann Snake jetzt aber wie in den jüngeren Serienteilen auch geduckt schleichen, muss sich also nicht mehr komplett in den Dreck werfen. Ubisoft hat kein Glück mit seinen Neuauflagen. Beyond Good and Evil wird aus Versehen zu früh veröffentlicht, Prince of Persia, The Sands of Time musste das Entwicklerstudio wechseln und Splinter Cell, tja, vom Remake des ersten Serienteils der Schleichspielserie haben wir schon lange nichts mehr gehört und auch vorher fast nichts gesehen. Der aktuelle Status des Spiels ist unbekannt. Abgebrochen ist die Produktion aber wohl nicht. Es gibt also noch Hoffnung für die Rückkehr von Sam Fisher. Most people think time is like a river. Vor ein paar Wochen hieß es, das Remake von Prince of Persia, The Sands of Time, habe einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung erreicht. Was für ein Meilenstein das nun aber genau war, das verrieten die Entwickler von Ubisoft Montreal nicht. Aber vielleicht wird das Spiel 2024 ja tatsächlich fertig oder wir sehen zumindest mal einen Trailer zur aktuellen Version. Das bislang gezeigte Bildmaterial stammt schließlich noch alles aus der sehr umstrittenen Version von Ubisoft Pune und Mumbai. Während uns Night Dive 2023 mit dem Remake vom ersten System Shock eine der besten Spiele-Neuauflagen des vergangenen Jahres lieferte, steht für 2024 die Enhanced Edition von System Shock 2 an. Die neue Version ist aber eher ein Remaster, ihr solltet also keinen allzu großen grafischen Sprung erwarten. Immerhin kommt der PC-Klassiker dann aber auch endlich auf Konsolen und liefert schon viele Inhalte und Verbesserungen mit, die man sich aktuell noch etwas umständlich per Mods dazu installieren muss. Darunter neue Charaktermodelle, Texturen und Waffengrafiken. Außerdem könnt ihr System Shock 2 dann auch wieder im Koop-Modus spielen. Die Neuauflage von Lollipop Chainsaw wurde eigentlich als Remake angekündigt, doch inzwischen haben die Entwickler vom Studio Dragami Games das Projekt auf ein Remaster herunterdefiniert. Vielleicht auch, damit die Erwartungen nicht zu sehr in die Höhe klettern. Das Remaster wird also nichts am Setting und an der Story des 2012 veröffentlichten Originals ändern. Es wird wohl auch keine neuen Level oder andere Ergänzungen geben. Neben der Grafik werden aber vor allem das Kampf-Gameplay, die Steuerung und die Kamera angepasst. So will das Team moderne Genre-Standards erfüllen. Little Big Adventure 3 wird es wohl doch nicht geben. Das ist die schlechte Nachricht. Die Fortsetzung bzw. der Reboot der heute leider fast vergessenen Action-Adventure-Serie wurde abgebrochen, weil es dem Entwicklerteam an Geld fehlt. Die gute Nachricht: Immerhin bekommen wir wohl noch die Neuauflagen der ursprünglichen beiden Serienteile, hübsch nachgebaut in der Unreal Engine 5 und vor allem um eine moderne Steuerung verbessert. 2023 gab es bereits eine kleine Demo zum Remaster von Little Big Adventure 1, die den Charme des 1994er Originals bereits wunderbar einfing und mich auf eine tolle Wiedererweckung dieser Klassiker hoffen lässt. Ähnlich wie Little Big Adventure ist auch Sin heute fast vergessen. Dabei war die brachiale Ballerbude beim ersten Release 1998 durchaus einer der damals besten Ego-Shooter.
Es gab sogar noch eine Erweiterung und einige Jahre später eine glücklose Fortsetzung in Episodenform, von der wurde allerdings nur die erste Episode fertig. Vor ein paar Jahren hatte nun aber Night Dive eine Neuauflage des ersten Spiels angekündigt. 2023 gab es sogar einen ganz kleinen Hinweis auf das Remaster in einem Trailer zum Retro-Shooter Phantom Fury. Doch dann kam die Ernüchterung. Nach langer Sendepause erklärte Night Dive, dass das Sin Remaster zwar nicht gestorben ist, wegen anderer Projekte aber erstmal auf die lange Bank geschoben wurde. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, Ende 2024 wäre aber durchaus noch denkbar. Half-Life 2 mit Raytracing oder besser noch Half-Life 2 mit Path Tracing. Das ist die Vision, an der gleich mehrere Teams von Modern aktuell mit den RTX-Entwicklungstools von Nvidia arbeiten. Ein kurzer Trailer liefert bereits einen vielversprechenden Ausblick auf das kostenlose Remaster-Update. Einen Release-Termin gibt es aber noch nicht. 2024 ist vielleicht sogar etwas zu optimistisch, aber hey, nur weil ich der Grummelfritz bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich nicht ab und an auch mal ein bisschen Hoffnung habe. Ganz viel Hoffnung brauchen wir auch, um noch wirklich an das Remake des BioWare-Klassikers Star Wars Knights of the Old Republic zu glauben. Nach langer Funkstille kamen schließlich 2023 Gerüchte auf, dass das Projekt nicht nur in Schwierigkeiten stecke, sondern sogar ganz eingestellt ist. Dann wieder hieß es, dass wohl doch noch an der Neuauflage gearbeitet wird und dann folgte wieder Schweigen. Wir können derweil nur abwarten und hoffen. Die Neuauflage vom ersten Metroid Prime war nicht nur eines der besten Spiele 2023, das grafisch eindrucksvolle Remaster zeigte auch, dass der GameCube-Klassiker in den vergangenen 20 Jahren nichts von seiner Spielbarkeit eingebüßt hat. Offen blieb allerdings die Frage, wie es mit der Trilogie weitergeht. Metroid Prime 2 und 3 würden schließlich ebenso aufwendige Neuauflagen für die Switch verdienen. Bislang steht die offizielle Ankündigung aber immer noch aus. Besorgniserregend ist auch ein Gerücht, nachdem Teil 2 und 3 vielleicht nur als hochskalierte GameCube-Ports erscheinen und nicht wie das erste Prime-Spiel stark überarbeitet werden. Das wäre natürlich eine Schande. Nachdem Remedy jetzt erstmal mit Alan Wake 2 durch ist und nur noch zwei DLC-Erweiterungen für das Ausnahmespiel entwickeln muss, stehen als nächstes Control 2 und die Remakes von Max Payne 1 und 2 im Fokus. Die Neuauflage wird die ersten beiden Serienteile der ikonischen Film-Noir-Shooter-Reihe zu einem Spiel zusammenschmelzen und ist laut Creative Director Sam Lake ein sehr großes Projekt für das Entwicklerstudio. Mehr Details zum Remake haben wir allerdings noch nicht. Ziemlich sicher ist aber, dass die Bullet Time zurückkehren wird. Damit wurde Max Payne schließlich berühmt. Eines der wichtigsten Remakes ist nächstes Jahr sicherlich die Neuauflage von Gothic 1. Allerdings müssen die Entwickler hier auch wirklich abliefern, denn die Erwartungen der Fans sind sehr hoch. Das in Barcelona ansässige Studio Alchemia Interactive baut für die Neuauflage die komplette Spielwelt in der Unreal Engine neu auf und erweitert viele Bereiche um Details. Es wird sogar neue Quests und Begegnungen geben. Außerdem könnt ihr im Gothic Remake die Welt noch etwas freier erkunden. Der namenlose Held hat jetzt nämlich richtig klettern gelernt. Auch das Kampfsystem und die Steuerung sind neu und können hoffentlich mit modernen Standards mithalten. Zugleich müssen das immersive Mittendrin-Gefühl und die raue Spielwelt erhalten bleiben. Das wird also ein spannender Balanceakt für das Entwicklerteam. Mit der spielbaren Demo von vor ein paar Jahren, die ja doch recht umstritten war, soll das fertige Remake jedenfalls nicht mehr viel gemein haben. Braid war 2008 einer der ersten richtig großen Indie-Hits und hat erzählerisch vor allem mit dem düsteren Twist überrascht. Doch das ist 15 Jahre her und die 720p-Grafik der damaligen Konsolengeneration ist längst überholt. Also haben die Entwickler ihren Klassiker jetzt nochmal komplett neu gezeichnet, mit verbesserten Sounds unterlegt, Level-Details ergänzt und Entwicklerkommentare eingesprochen. Und das alles kann man ab dem 30. April in der Braid Anniversary Edition erleben. Wer dabei dann eine Zeitreise machen will, kann sogar auf Knopfdruck auf die Originalgrafik zurückwechseln. Nach den Remakes von Front Mission 1 und 2 arbeitet Forever Entertainment jetzt im Auftrag von Square Enix auch an der Neuauflage des dritten Hauptspiels der Serie, das aber ja eigentlich schon das fünfte Front Mission Spiel war.
Front Mission 3 ist erneut ein Mix aus Rollenspiel und rundenbasierter Taktik, bei der wir Mechas, sogenannte Wancer, in die Schlacht führen und zwischen den Missionen eine zusammenhängende Story erleben. Bei Front Mission 3 gibt es sogar zwei wählbare Storystränge. Was es nicht gibt, sind genauere Infos zu den Verbesserungen der Neuauflage oder gar einen ganz konkreten Release-Termin. Aber wahrscheinlich wird das Remake nah an dem bleiben, was wir bereits bei den ersten beiden Teilen gesehen haben, auch wenn Front Mission 3 einige Änderungen bei Gameplay und Ausrichtung liefert. THQ Nordic bringt mit dem Remaster von Söldner Secret Wars den Multiplayer-Taktik-Shooter von 2004 zurück und lässt wieder zwei Teams auf einer riesigen Karte zu Fuß oder mit Fahrzeugen, Schiffen, Hubschraubern und Düsenjets zu Online-Schlachten in verschiedenen Spielmodi antreten. Für das Remaster werden unter anderem die Grafik-Assets verbessert, Bugs aus dem Originalspiel behoben und die zerstörbaren Gebäude überarbeitet. Die Neuauflage entsteht übrigens bei Pixel Cloud Games aus Ludwigsburg. So viel zu den Remaster und Remakes, die 2024 rauskommen könnten. Einige sind natürlich noch ganz schöne Wackelkandidaten, bei anderen kennen wir schon die konkreten Termine. Über 2024 hinaus steht dann ja unter anderem auch noch das Remake vom ersten Witcher-Spiel an, aber das ist Zukunftsmusik. Ich wäre ja schon froh, wenn über die Hälfte der Spiele in dieser Liste tatsächlich 2024 ihren Release schaffen würden. Und hey, vielleicht gibt es in den nächsten Monaten ja auch noch ein paar überraschende Ankündigungen. Dead Space 2 würde sich doch anbieten oder endlich mal das Remake von Bloodborne. Und dann ist da ja auch noch das Fan-Remaster von Wing Commander 4 in der Mache. Mal sehen, ob wir davon im neuen Jahr mehr sehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf einige dieser Klassiker im neuen Gewand. Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Fritz.